Interviews mit Schülern, bevor sie die TM-Technik lernen. Ich möchte dich nach ADD fragen, denn wir möchten Kindern mit ADD beibringen, wie man meditiert und sehen, wie es hilft. Es geht darum, welchen Einfluss ADD auf dich hat. Du kennst ADD? Du weißt, dass du es hast. Woher weißt du das? Nun, wenn ich frustriert werde, das ist sehr schnell so, wenn ich meine Arbeit nicht erledigt kriege, mache ich zu leicht dicht und manchmal habe ich allgemein Probleme zu arbeiten. Ich habe einfach meinen Ärger nicht unter Kontrolle. Kann nicht ruhig eine Weile da sitzen und nicht rumzappeln. Ich kann mich nicht lange konzentrieren. Ich lasse mich gerne ablenken und so. Manchmal ist es für mich schwer, zu lesen oder in der Klasse aufzupassen. Und ist das zu Hause auch so mit den Hausaufgaben? Ja, Hausaufgaben sind auch ziemlich schlimm. Weißt du, was Stress ist? Fühlst du dich gestresst oder angespannt? Ich habe viel davon. Ich habe immer sehr viel. Viel Stress? Ja. Wie ist das, wenn du dich gestresst fühlst? Das ist vor allem, wenn ich meine Hausaufgaben mache oder wenn ich was falsch mache, dann werde ich sozusagen zu einer echten Stressmaschine. Interview mit Schülern nach 3 Monaten der TM-Praxis. Es hilft mir bei den Schularbeiten und ich komme mit meinen Freunden besser klar und ich bin nicht mehr so sauer auf meine Eltern, ich mache meine Hausaufgaben besser, ich kämpfe nicht mehr so viel in der Schule, ich bin nicht mehr so ärgerlich und so weiter. Irgendwie ist es einfacher für mich, meine Energie auf eine Sache zu konzentrieren. Nur an einer Sache arbeiten, ohne rumzuzappeln und gleichzeitig das aufzuhören und auch noch dem Lehrer zuhören. Ich bin jetzt viel ruhiger als vorher, weniger hyperaktiv und sehr viel reifer, als ich war. Und all meine Freunde wollen jetzt, dass ich zu ihnen nach Hause komme. Ich stresse nicht mehr so viel rum mit meinen Freunden oder so. Ich stresse nicht so rum. Und im Grunde kann ich mich jetzt mit der Meditation besser konzentrieren. Ich stehe nicht mehr so sehr unter Stress. Ich bin sehr viel sorgfältiger in mir selbst, denn jetzt weiß ich, wenn ich irgendwas nicht gleich hinkriege, dann muss ich nicht deswegen rumstressen. Ich brauche mir nur etwas Zeit nehmen, weggehen, was anderes tun und dann daran wieder weitermachen. Es funktioniert, es verbessert ihr Leben und es verbessert ihr Selbstgefühl. Es gibt ihnen Kraft. Ich könnte das immer und immer wieder sagen, aber ich sehe es wirklich, dass es einen riesigen Unterschied macht und ich denke, ihre Zukunft ist deswegen so viel glänzender geworden.